Dann ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den TSV 1860 München. Die Partie endete vor 4.566 Zuschauern 0:1. Ich begrüße unseren Gästetrainer heute, Daniel Pirovka, sowie unseren Cheftrainer David Bergner bei uns auf dem Podium, sowie die Gäste in den Räumlichkeiten. Herr Pirovka, auch in Chemnitz gehört den Gästen das erste Wort. Ihre Einschätzung zum Spiel, bitte. Danke. Ich denke, wir haben heute schon zwei sehr leidenschaftliche Mannschaften gesehen, wo natürlich auch ein bisschen die Leichtigkeit fehlt, weil beide Mannschaften nicht so viele Erfolgserlebnisse hatten in der letzten Zeit. Und ganz klar sind wir heute auch in gewisser Weise der glückliche Sieger, muss man ganz klar sagen, dass wir in einer Situation Glück gehabt haben, in der zweiten Halbzeit noch mit den Torchancen, in der ersten Halbzeit mit der Situation von Steinhardt. So ehrlich muss man sein, aber trotzdem Glück muss man sich arbeiten. Wir haben vor zwei Wochen gegen Meppen zwei reguläre Tore erzielt, die nicht anerkannt wurden. Und heute sind wir einfach mal der glückliche Sieger. Und mit den drei Punkten nehmen wir jetzt einfach mit. Das ist ganz wichtig für die Mannschaft, für das Selbstvertrauen auch, dass jetzt auch mal ein bisschen Ruhe ist, die zwei Wochen in der Spielpause. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir noch einige Dinge besser machen, weil sagen wir, aufs Glück kann man sich nicht immer verlassen. Und dementsprechend werden wir noch arbeiten. Danke. Vielen Dank, Ihnen, Herr Pirovka. Danke für deine Einschätzung zum Spiel heute. Ich habe da jetzt nicht groß was hinzuzufügen. Also ich denke, wir wussten, was uns erwartet. Wir haben ein bisschen tiefer gestanden, was uns ganz gut tut, momentan dort einfach die Räume zu verengen. Dem Gegner ist nicht allzu viel eingefallen. Wir haben in den Umschaltmöglichkeiten einfach nicht so dieses Herz gezeigt. Letztendlich nachher mit der Leichtigkeit, mit der Schnelligkeit, einfach hinter die Kette zu kommen, Abschlüsse zu haben, sich einfach in so ein Spiel hineinzubeißen. Die Situation mit Tarsis in der 20. Minute, in der 18. Minute, das müssen wir, glaube ich, nicht groß kommentieren. Jeder im Stadion hat gesehen, dass es eine klare rote Karte ist. Dann geht das Spiel definitiv vielleicht auch anders aus. Aber momentan haben wir wahrscheinlich diese Lobby nicht, dass wir dort in so einer Situation einfach eine rote Karte bekommen gegen die Mannschaft, die gegen uns spielt. Deswegen ist es schade. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass ich ein sehr, sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen habe. Gerade in der zweiten Halbzeit war es wirklich deutlich besser. Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten gehabt. Und 60 macht natürlich aus einer Chance, wo wir nicht durchdecken, ja, wo die letztendlich nachher auch ein bisschen unglücklich fast sich über den Haufen laufen und mit dem Rückpass das Tor. Auch danach hatten wir noch Möglichkeiten, wenn ich an die Italik denke, wenn ich an Rafa Garcia denke, wo der Tarsis nur nachlaufen muss, dann schiebt dann rein. Es ist so das Gefühl, so daran zu glauben, ein Tor zu erzielen. So, das haben wir momentan nicht, wir sind eine junge Mannschaft. Und man mag es nicht glauben, auch in der Stadt ist es auch nicht so, dass man jetzt hier mit offenen Armen Fußball spielen kann und die Jungs letztendlich nachher nicht das abliefern können, was sie eigentlich können. Das ist sicherlich auch ein bisschen schwer, es fehlt wahrscheinlich zu der Leichtigkeit noch, aber nichtsdestotrotz Glückwunsch an 60. Wir werden uns wieder aufrichten in 14 Tagen. Mal versuchen, gegen Unterhaching den nächsten Punkt zu holen.